Katzen haben ihren eigenen Kopf und wissen, was sie mögen. Ebenso wissen sie, was sie nicht leiden können. Und das zeigen sie uns durch eindeutige Signale. So schätzen es Katzen überhaupt nicht, wenn man sie am Schwanz zieht. Und auch andere Dinge lassen sie uns meist nicht durchgehen, oder? Was sich keine Katze von dir gefallen lässt, wenn du nicht bereits ihr Herz gewonnen hast, erfährst du im folgenden Video. Nummer 1. Nase streicheln. An sich ist das ein absolutes No-Go. Schließlich ist die Katzennase hochempfindlich und sensibel und das wichtigste Sinnesorgan unserer Fellnasen. Ergo finden es Katzen nicht lustig, wenn ihre Menschen ihnen auf der Nase herumstupsen und diese einfach nicht in Ruhe lassen wollen. Die Reaktion fällt meist eindeutig aus und der Nasenstupser wird beispielsweise mit einem Fauchen oder sogar Beißen quittiert. Wer aber gewissermaßen eins mit seiner Katze ist, eine sehr harmonische Beziehung zu ihr pflegt und die Chemie zwischeneinander einfach stimmt, der kann durchaus mit dieser Streicheleinheit durchkommen. Denn die Katze weiß, dass es eine schräge Liebesbekundung des Menschen ist, die ihr unter Umständen nach einiger Zeit sogar gefällt. Nummer 2. Gesicht an Gesicht. Von einem zu nahe kommenden Gesicht wenden sich die meisten Katzen mit Entsetzen ab. Und ja, wir meinen Entsetzen. Denn die erste Reaktion, wenn sich dein doch wesentlich größerer Kopf in das Blickfeld deiner Katze schiebt, ist nun einmal Angst. Auch wenn sie dein Gesicht kennt und mit diesem eigentlich ihren wahren Freund verbindet. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dein Gesicht direkt vor ihrer Nase haben möchte. Dennoch kann es sein, dass sie diese Liebesbekundung toleriert und nach einiger Zeit sogar erwidert, weil sie diese Geste der Zuneigung eigentlich doch ganz schön findet. Nummer 3. Auf die Nase küssen. Katzen auf die Nase zu küssen gilt ebenso als No-Go wie der Nasenstupser und wird vielleicht als noch schlimmer eingestuft. Nicht schon schlimm genug, dass ein Finger auf der Katzennase herumtanzt. Nun wird dort auch noch ein feuchter Schmatz hinterlassen. Und das geht aus Sicht vieler Fellnasen nun einmal gar nicht. Natürlich gilt das nicht für alle Miezen und unter Umständen gehört auch deine Katze zu den Exemplaren, die es sogar toll finden, wenn du ihr einen kleinen Kuss auf die Nasenspitze setzt. Auch hier stimmt die Chemie zwischen euch beiden und jeder kann erkennen, dass ihr zwei einander aufrichtig liebt. Nummer 4. Hochheben. Es ist eine hinlänglich bekannte Tatsache, dass die meisten Katzen es abgrundtief hassen, auf den Arm genommen zu werden. Und einmal dort wider Willen angekommen, nichts unversucht lassen, um dem Klammergriff des Lieblingsmenschen wieder zu entkommen. Erneut muss das nicht immer und für alle Miezen stimmen. Und deine Katze mag sogar zu den Fellnasen gehören, die diese Geste der Zuneigung mittlerweile zu schätzen wissen und diese vielleicht auch von dir einfordert. Katzen, die sich freiwillig hochheben lassen, lieben ihre Menschen und schlafen nach ausgiebigem Kuscheln bei besonders großem Vertrauen sogar auf dem Arm ihrer Bezugsperson ein. Nummer 5. Umarmen. Umarmen ist nicht das gleiche wie auf den Arm nehmen. Aber umarmen wird von vielen Katzen ebenfalls als schlimm empfunden. Das liegt zum einen daran, dass wir deutlich größer sind und damit potenziell bedrohlich wirken. Zum anderen bedeutet Umarmen, dass das Blickfeld der Katze eingeschränkt wird. Nichtsdestotrotz wird deine Katze, wenn sie dir vertraut, sich an diesen Liebesbeweis gewöhnen können und dir damit zeigen, dass sie dich in ihr Herz geschlossen hat. Nummer 6. Herumtragen. Aufheben und umarmen sind zwei Dinge, die Katzen doof finden. Daran gibt es meist nicht viel zu rütteln. Als wäre Hochheben nicht schon schlimm genug, kommst du nun auch noch auf die Idee, sie durch die Gegend zu tragen und dabei hängt sie womöglich auch noch wie ein Sack Kartoffeln über deinen Schultern. Was zunächst fast wie Quälerei klingt, kann die ein oder andere Katze sogar toll finden. Erkennbar daran, dass sie anfängt zu schnurren oder daran, dass sie es sich gleich auf deinen Schultern oder deinem Rücken bequem macht. Schließlich kann man von dort oben herrlich die Gegend beobachten. Und diese zunächst schräge Liebesbekundung von dir kann schnell zur neuen Lieblingssache zwischen deiner Katze und dir werden. Nummer 7. Bauchstreicheln. Der Bauch gilt als verletzlichste Körperstelle der Katze. Folglich lässt sie hier auch nicht jeden nach Belieben ran. Und von Kuscheln und Streicheln ist schon einmal gar nicht die Rede. Schließlich könnte es ja sein, dass ihr wehgetan wird und dieses Risiko wird sie nicht eingehen. Vertraut dir deine Katze, ist auch der Bauch keine Tabuzone mehr.
und sie wird dir diesen mit Freuden entgegenstrecken, um sich ausgiebig streicheln und kraulen zu lassen. Und das macht deine Katze nur, weil du ihr absoluter Herzensmensch bist. Nummer 8. Das Fellwaschen. Katzen sind äußerst reinliche Tiere. Ihre Fellness erledigen sie allerdings am liebsten ganz ohne menschliches Zutun. Zwar ist davon auszugehen, dass die meisten Katzen es mögen, wenn sie gekämmt und gebürstet werden, aber in vielen Fällen hört der Spaß bereits auf, wenn der Kamm auch nur in Sichtweite ist. Eine Steigerung ist demnach das Waschen des Fells, zum Beispiel dann, wenn ein Geschäft einmal daneben gegangen ist. Wasserhahn und Katzenpopo sind keine gute Kombination. Und doch lässt sie sich die Katzenwäsche durchaus gefallen, wenn sie sich sicher ist, dass ihr weder vom Wasser noch von dir eine Gefahr droht. Und noch mehr weiß sie im Anschluss, das Trockenrubbeln mit einem weichen Handtuch zu schätzen. Nummer 9. Aus der Hand fressen. Katzen möchten ihre Nahrung am liebsten an einem ruhigen Ort einnehmen, an dem sich, sofern vorhanden, maximal noch die Artgenossen aufhalten dürfen, nicht aber der Mensch. Vertraut deine Katze dir, kann das aber auch anders aussehen. Und sie kann deine Anwesenheit, während sie ihr Futter frisst, nicht nur tolerieren, sondern sogar als Beruhigung empfinden. Eine Steigerung ist es, wenn sie dir aus der Hand frisst und sich wirklich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Ja, sie so zu füttern sollte nicht die Norm sein, aber ab und zu schadet es wiederum auch nicht. Darfst du deine Katze so mit einem kleinen Frühstücksleckerbissen versorgen, kannst du dir ihrer Liebe sicher sein. Nummer 10. Menschen-Sumi. Krach, Lärm und abrupte Bewegungen sind für fast alle Katzen Gift und sie können nichts davon wirklich leiden. In der Folge verstecken sie sich vor diesen Störfaktoren und kommen erst wieder zum Vorschein, wenn sich die Lage beruhigt und entspannt hat. Das gilt vielfach auch für ausgelassene Tanzeinlagen oder ähnliche menschliche Sumis. Denn einen aufgedrehten und hüpfenden Halter versteht die Katze nicht und muss sie auch nicht haben. Dennoch kann deine Katze nach einiger Zeit ein Auge oder gleich beide zudrücken. Zwar wird sie immer noch nicht verstehen, warum dich dieses Verhalten entspannt und du kannst nach wie vor einen wenig amüsierten Blick erwarten, aber sie wird nicht mehr weglaufen, wenn dich die Tanzlust packt. Ganz einfach, weil du ihr Herz längst gewonnen hast. Es gibt Dinge, die dafür sprechen, dass du gar nichts über deine Katze weißt. Du möchtest wissen, welche das sind? Dann klicke jetzt auf das linke Bild und finde es in unserem Video heraus. Interessiert es dich, welche 14 kleinen Gesten deiner Katze extrem viel bedeuten? Dann klicke auf das rechte Bild und sieh dir gleich unser Video zu diesem Thema an.